Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Sinussatz. Ich möchte hier rasch den Sinussatz motivieren. Und wir machen das gerade belegen wir ein Dreieck. Ich habe ein stumpfwinkliges genommen, man könnte auch ein spitzwinkliges nehmen. Der Beweis verläuft praktisch analog. Hier am stumpfwinkligen sehen, ich habe da die Höhe HC noch eingezeichnet, die außerhalb der Dreiecksfläche liegt. Spielt aber keine Rolle, es ist einfach die Höhe auf die Seite C. Ich möchte jetzt die Flächenformel anschauen. Sie wissen, wenn ich eine Fläche ausrechne beim Dreieck, mache ich das Grundseite mal Höhe und halbiere dann. Das habe ich hier gemacht für die Grundseite C und die Höhe HC. Dann die zweite Formel, die wir brauchen. Wir wollen ja jetzt in diesem allgemeinen Dreieck den Sinus ins Spiel bringen und damit brauchen wir ein rechtwinkliges Dreieck. Das haben wir aber hier auf der Seite, weil Sinus ist ja das Verhältnis im rechtwinkligen Dreieck von Gegenkatheter zur Hypotenuse. Und Sie sehen hier, wie das eingezeichnet ist. Dieser Winkel da ist ja 180 Grad minus Alpha. Weil ich da die 180 Grad minus Alpha rechne, habe ich gerade den roten Winkel. Und das ist also Gegenkathete durch Hypotenuse. Die haben hier die Bezeichnungen HC, das ist die Gegenkathete von diesem Winkel 180 Grad minus Alpha. Und B ist die Hypotenuse in diesem grünen Dreieck. Ja, Sie sehen, dass wir jetzt HC ersetzen können in der Flächenform und dann kriegen wir einen Zusammenhang zwischen C, B und dem Sinus von 180 Grad Alpha. Den können wir aber auch noch durch Alpha ersetzen, und zwar folgendermaßen, wenn Sie sich überlegen, wie die Sinusfunktion ausschaut. Ich habe Ihnen einen Ausschnitt gezeichnet. Dann sehen Sie, wenn ich einen Winkel Alpha habe, sagen wir mal hier, dann finde ich gerade das Pendant hier auf der anderen Seite, und das ist gerade 180 Grad minus Alpha, also wenn ich hier Alpha reinging, dann kommt derselbe Wert raus, wie wenn ich von 180 Grad Alpha zurückgehe. Das heißt, ich kann also hier oben in dieser Gleichung kann ich das 180 Grad minus Alpha einfach durch Alpha ersetzen. Das wird sinusmäßig denselben Wert geben. Jetzt sehen Sie, wie die Formel ausschaut. Also ich habe ein Zweitel C mal HC und das HC kann ich jetzt ersetzen mit dem B mal Sinus Alpha, wenn ich diese Gleichung hier nach HC auflöse. Voilà, damit habe ich die Beziehung gefunden oder den Sinus ins Spiel gebracht. Und jetzt können Sie natürlich erahnen, oder durch Vertauschung der Bezeichnungen, durch zyklische Vertauschung, wenn ich da rundum ins Dreieck gehe, dann werde ich auch noch folgenden Zusammenhang kriegen, zum Beispiel, dass ich die Fläche auch so berechnen könnte, wenn ich AB und dann den Sinus von Gamma nehme, ein Zweitel, oder ich könnte die Fläche auch noch ausrechnen, indem ich die letzte Kombination, nämlich AC, nehme, ein Zweitel davon natürlich, und den Sinus von Beta wähle. Damit kann ich ein bisschen spielen damit. Sagen wir mal, ich nehme die erste und die letzte Gleichung. Das würde heißen, ich setze die erste Gleichung gleich die letzte. Das möchte ich tun. Und dann gucken, was das ergibt. Sie sehen, den Zweitel kann ich auf beiden Seiten kürzen. Der fällt weg. Und dann habe ich auch noch ein C, das ich auf beiden Seiten kriege. Also ich kriege hier B Sinus Alpha, das ist A Sinus Beta. Und jetzt, ich schreibe den meistens ein bisschen umgeformt noch hin, sagen wir mal, wir teilen durch B und dann noch durch Sinus Beta. Dann kriege ich da die schöne Beziehung, dass ich sagen kann, okay, die Sinus von zwei Winkeln, das Verhältnis ist gerade gleich dem Seitenverhältnis. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das umformt und so hinschreibt, nämlich wenn ich eine Seitenlänge durch den Sinus des zugehörigen Winkels, ist der gegenüberliegt, ja, teile, dann sind diese Verhältnisse immer gleich. Es ist klar, dass ich das natürlich auch noch hätte mit anderen Kombinationen machen können, so dass ich also am Schluss hier diese Kette kriege, und das erweitern quasi, das dann auch gleich C durch Sinus Gamma. Voilà, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.